Stade vor 2 Tagen. Eine brennende Flüchtlingsunterkunft. Woche für Woche Anschläge überall in Deutschland. Bis November 2015 gab es mehr als 3-mal so viele Anschläge wie im gesamten Vorjahr. 747 Angriffe gegen Flüchtlingsheime bisher. Schwerpunkte sind Nordrhein-Westfalen mit 155 Anschlägen, Niedersachsen mit 68 Angriffen gegen Unterkünfte. 66 Mal schlugen Täter in Sachsen zu, 40 Mal in Sachsen-Anhalt. Lügenpresse! Lügenpresse! Sie halten sich für besorgte Bürger. Inzwischen brüllen sie Hassparolen. Gegen Journalisten, gegen Politiker, gegen Fremde. Handgreiflichkeiten gehören dazu. Nimm die Hand weg, Mama, komm mal. Sag mal, geht's oder nicht? Was willst du? Du wolltest ja einfach verschwinden. Das ist ein Problem. Meißen in Sachsen, Ende Oktober. Hier hetzt die sogenannte Initiative Heimatschutz. Ich beschuldige, liebe Freunde, unsere Politiker des Völkermords an uns Deutschen. Den Hass bekam auch der Meißener Bauunternehmer Ingolf Brumm zu spüren. Er stellte ein Haus als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Die Reaktion? Eine Brandstiftung. Das ist ein rein terroristischer Anschlag gewesen. Auch per Post Dutzende von Drohungen. Dir antideutschen Dreckschwein muss die Rechnung präsentiert werden für deine kanakenfreundliche Haltung. Du wirst offiziell in Kenntnis gesetzt, dass auf dich ein Kopfgeld von 3.000 ausgesetzt wird. Bla 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 und der ganze andere Kram dann noch unterschrieben. Kommando Böhnhardt mundlos. Großenhain in Sachsen vor ein paar Wochen. Auf dieser Demo einigt Fremdenfeindlichkeit das rechte Lager. Hier rücken AfD und Pegida zusammen. Wir sind das Volk! Es gibt genug Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch verschiedene Aufträge. Pegida auf der Straße, so wie heute Abend auch mal AfD auf der Straße. Aber die AfD hat ihren Auftrag eben auch in den Parlamenten. Handgreiflichkeiten gegen Journalisten auch auf dieser AfD-Kundgebung. Die zunehmende Gewaltbereitschaft überrascht den Sozialpsychologen Andreas Zick nicht. Wir haben in unseren Studien im Sommer letzten Jahres eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Wenn 10-12% sagen, dass Gewalt unter gewissen Umständen legitim ist und diese Menschen nicht aus dem extremistischen Milieu kommen, dann haben wir eine Verschiebung von politischen Überzeugungen hin mehr zu Aggression und hin mehr zu schädigender Aushandlung von Konflikten. Trüglitz in Sachsen-Anhalt. Markus Niert war bis zum Frühjahr hier Bürgermeister. Er trat zurück, weil Neonazis immer aggressiver auftraten. Niert wollte Flüchtlinge im Ort aufnehmen. Im April setzten unbekannte Täter die geplante Flüchtlingsunterkunft in Brand. Seitdem ist das Klima im Ort vergiftet. Na, die Rechten haben auf jeden Fall eine Polarisierung erreicht. Ja, so ist halt der Ort zerrissen, immer noch wahrscheinlich wie ganz Deutschland gerade in dieser Flüchtlingsfrage zerrissen ist. In der Kriminalstatistik zählt der Angriff auf das Heim als schwere Brandstiftung, nicht als politisch motivierter Nazi-Anschlag. Kein politischer Anschlag? Sebastian Striegel registriert eine Zunahme rechter Gewalt, auch in Sachsen-Anhalt. Gerade erst drohten Unbekannte dem Grünen-Vorsitzenden mit einem Galgen. Mich irritiert, dass der Fall Tröglitz, diese Brandstiftung dort bisher nicht als politisch rechtsmotivierte Gewaltstraftat eingeschätzt ist. Wer eine solche Unterkunft, ein zukünftig als Unterkunft genutztes Gebäude anzündet, der will verhindern, dass dort Flüchtlinge hinziehen. Und da kommt nur ein rechtes, ein rassistisches Motiv als wahrscheinlichstes Motiv in Frage. Wir treffen den örtlichen NPD-Funktionär, der im Landkreis seit einem Jahr gegen Flüchtlingsheime mobilisiert. Als geistigen Brandstifter sieht er sich nicht. Ich bin bloß das Sprachrohr nach außen, was sich viele Bürger nicht mehr trauen zu sagen. Das sprechen wir an und wir geben den Bürgern auch ein Forum, dass sie da sprechen können und sich mal Luft machen können. Sich Luft machen? Markus Niert wurde bedroht, in seinem Ort ein Haus in Brand gesteckt. Ihm schlägt Hass entgegen, weil er privat mehrere Flüchtlinge aufgenommen hat. Ich habe ja einige Morddrohungen bekommen, werde weiterhin bedroht oder auch zum Teil sozial geächtet. Also es ist schon verrückt, dass diejenigen, die sich für die Flüchtlinge einsetzen, geächtet werden, eher in bestimmten Gegenden Deutschlands,
und nicht die sozusagen angegriffen werden, die rechte Hetze betreiben. Markus Niert findet es unerträglich, dass so viele Tröglitzer von Fremdenhass erfüllt seien. Er überlegt, mit seiner Familie wegzuziehen. Das aktuelle Lagebild des Bundeskriminalamtes zeigt, dass der Fremdenhass mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Nicht organisierte Nazis, scheinbar ganz normale Bürger greifen Flüchtlingsheime an. Die Täter kommen zu fast 90% aus der Nachbarschaft. 65,5% sind vorher nicht als Rechtsextreme aufgefallen. So war es auch in Altena, Nordrhein-Westfalen. Die Kleinstadt im Sauerland hat rund 370 Flüchtlinge aufgenommen. In diesem Haus wurde eine 7-köpfige syrische Familie untergebracht. Doch nur wenige Stunden nach ihrem Einzug das Unfassbare. Nachts legen zwei junge Männer in dem Haus ein Feuer. Einer der Beschuldigten, der Feuerwehrmann Dirk D., ein ganz normaler Bürger. Die mutmaßlichen Täter wissen, dass Menschen im Haus sind, als sie den Dachstuhl in Brand setzen. Zum Glück bemerken Nachbarn das Feuer, die Bewohner können fliehen. Die Feuerwehr rückt an, auch Dirk D. ist beim Feuerlöschen dabei. Guten Morgen. Guten Morgen. Nachbarn hatten die Flüchtlinge hilfsbereit aufgenommen. Sie sind schockiert. Dass jemand so weit gehen kann, dass er ihn billigend in Kauf nimmt, dass Menschen zu Schaden kommen. Ne? Das verstehe ich nicht. Ein Feuerwehrmann als Brandstifter. Für den Bürgermeister schwer nachvollziehbar. Also mich macht in diesem Fall besonders fassungslos, dass das ein ganz normaler Täter ist, der nicht irgendwelchen klassischen Spektren zuzuordnen ist von ganz links oder ganz rechts, sondern jemand, der völlig unauffällig war, von dem keiner das erwartet hätte und der plötzlich so eine Handlung mit einem anderen Täter zusammen vornimmt, die wir nur verabscheuungswürdig finden in Altena. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Mordversuch, ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Die Täter sind auf freiem Fuß, schriftlich teilt man uns mit, Zitat: Die Beschuldigten haben sich dahingehend eingelassen, eine Verletzung oder Tötung der im Erdgeschoss wohnenden Personen nicht gewollt zu haben. Direkt neben der Flüchtlingsunterkunft lebt Dirk D. mit seiner Familie. Er hat die Brandstiftung gestanden. ZDF, wir würden gerne wissen, warum dieses Haus angezündet wurde. D. repariert ein Auto, als wir ihn treffen. Bin ich jetzt im Fernsehen? Kein Kommentar. Und kein Kommentar. Vielleicht erklären dürfen? Menschen hätten sterben können. Dennoch kein Mordversuch für die Ermittler, kein Grund für Untersuchungshaft. Für die linken Abgeordnete Martina Renner nur ein Fall von vielen, der ungenügend verfolgt wird. Wir haben im Zusammenhang mit den Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünften derzeit überhaupt keinen einzigen vollstreckten Haftbefehl. Das ist, denke ich, ein Problem, weil, ich hatte es schon gesagt, das natürlich eine Signalwirkung hat, dass man für diese Taten derzeit relativ ungeschoren davonkommt. Pegida-Demo in Dresden vor einem Jahr. Angeblich friedlich, aber feindselig gegen Migranten. Politiker verharmlosten damals, zeigten Verständnis. Zum Respekt gehört auch, die Sorgen von Menschen ernst zu nehmen. Mit den Menschen, die dorthin gehen und die Sorgen haben und die verärgert sind über die Politik, natürlich muss man mit denen reden. Mittlerweile Hassdemos, Morddrohungen. War das vielleicht im Nachhinein ein Fehler, sich mit den Pegida-Demonstranten zu treffen damals? Das, was wir heute sehen, sind offen Rechtsradikale, haben mit denen, die sich damals in der Landeszentrale für politische Bildung getroffen haben, nichts zu tun. Herr Gabriel, das war ja abzusehen, dass Pegida... Wenn Sie das alles wussten, sind Sie ja viel klüger als ich. Nachfrage auch beim Innenminister. Bereuen Sie, dass Sie vor einem Jahr Verständnis für Pegida gezeigt haben? Sie zitieren mich unzutreffend. Beurteilung von Pegida hat sich auch gewandelt, wie Sie wissen. Es bleibt richtig, dass Bürgerinnen und Bürger, die Sorgen haben, auch ernst genommen werden müssen. Der Innenminister sorgt sich um besorgte Bürger und immer mehr Biedermänner werden zu Brandstiftern. Politiker und Ermittler müssen erkennen, was sie sind: extremistische politische Straftäter.